Blam, 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 blam. Willkommen zum nunmehr mittlerweile überraschenden 35. Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. 35 Folgen haben wir schon hinter uns gebracht und wir scheinen nicht mal ansatzweise das Ende zu sehen. Aber das was anderes habe ich mir ja gar nicht vorgestellt und wahrscheinlich auch gewünscht, weil dieses Abenteuer soll niemals enden. Irgendwann wird es sicherlich enden, aber erstmal nicht, weil wir müssen hier demnächst, heißt jetzt, in die Gerudo-Wüste. Und du hier, Papagei, für dich haben wir keine Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem 35. Part. Und jetzt gucken wir mal hier, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Oh, das ist doch vom alten Raffler. Puh, aber dem alten kann man einfach nicht widersprechen, oder? Oase? Ja? Da kann man wohl nichts machen. Na gut, dann bereiten wir dich für dich mal den Sonderflug vor. Also gut, den Flugpreis bekommst du diesmal erlassen. Was ist? Soll es sofort losgehen? Yep. Na gut. Aber einen Freiflug bekommst du nur dieses eine Mal. Also dann, guten Flug. Einmal Oase, hier entlang bitte. Oase? Okay. Achso, wir werden natürlich kurz nochmal hier Palim Palim, ne? Wüstenzeit heißt ja wenig Wasserzeit, deswegen ziehen wir auch das wenig Wasser-Outfit an. Oh, ich bin mal gespannt, wie es in der Wüste abgeht. Das ist halt jetzt ein komplett neues Gebiet, ne? Jetzt geht er wieder ab hier. Ach, geil. So, ab geht das. Bam. Gerudo-Wüste. Link, warte! Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Erinnerst du dich noch, was uns der Lichtgeist über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du, was aus den Leuten geworden ist, die mit ihrer Magie das heilige Land beherrschen wollten? Sie sind aus Hyrule vertrieben worden. Unsere Göttinnen haben sie an einen geheimen Ort verbannt. Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne scheint. Von dieser Welt voll Schatten aus war es unmöglich, die Welt des Lichts zu erreichen. Und den Wesen jenes Schattenreichs war es auch gar nicht erlaubt, in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht, als Schatten von Hyrule auf ewig in der Dunkelheit zu leben. Mal schnell das Handy noch entsorgt, so weiter geht's. Das ist die Geschichte des Schattenvolkes, so wie sie bei uns überliefert wird. Jetzt ist dir klar, was ich bin, oder? Jawohl, ich bin ein Nachfahre der Verbannten. Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Aber als Santo die Macht im Schattenreich an sich riss, wurden wir alle in Wesen der Finsternis verwandelt.
Er verfügte über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr betreten. Oh, Entschuldigung, aber das macht die Stimme. Oh mein Gott, ich werde sterben. Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Uns war es zwar verboten, in die alte Heimat zurückzukehren, aber ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagt, dieser führe über jenen Schattenspiegel und die Göttinnen vertrauten ihn den Wächtern von Hyrule an. Nun, Xandu ist mit Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Und du wirst ihn doch sicher mit mir zusammen suchen, oder? Sie bittet uns quasi indirekt um Hilfe. Nein, das Mikro funktioniert noch. Ich wollte nur mal die Musik etwas auf mich wirken lassen. Und ja, sie ist sehr stimmungsvoll. Wieder mal, passt sehr gut zur Wüste hier. Oh, geil. Und das hier, ein Helikopter oder was? Das Ding her. Bleib mal bloß weg. Ja, was bleibt mir sonst zu sagen? Aktuell haben wir ja gerade erfahren, Xandu. Oh, was bist du denn? Das ist so ein Schatten, so ein Wüstenwurm, oder? Moment mal ganz kurz. Nee. Quatsch, was mache ich denn, ey? So. Können wir die gar nicht bekämpfen, oder was? Moment mal. Guck mal, lol, voll das kleine Vieh, ey. Okay. Ach du Scheiße, wie das hier. Oder komm. Oh nee, das hat keinen Sinn, glaube ich, gegen die zu kämpfen. Okay, dann lassen wir das sein. Xandu hat wohl offensichtlich hier diese ganzen Verbannten. Beziehungsweise sie ist ja nur eine Nachfahrin der Verbannten, ne? Und auch. Die Nachfahren wiederum hat er verwandelt mit seiner Kraft, mit seiner Magie, die offensichtlich stärker ist als die Magie, die das Volk von Midna hatten.
hätten. So, aber ich glaube, wir werden hier mal als Wolf durch die Gegend ziehen. Ah, tut mir leid, das muss jetzt sein. Ich habe da derben Frosch im Hals und ich da jetzt noch weiter dran rumhuste. Machen wir das lieber so. Die Frames sind hier noch einigermaßen okay, aber ihr werdet wahrscheinlich schon an der Musik hören, dass die, falls ihr das Original kennt, dass sie langsamer ist als die Melodie, die ihr vielleicht noch im Kopf habt. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier mal hin sollen. Ich kenne mich gar nicht aus hier. Mal versuchen, großzügig alles zu erkunden, je nachdem, wo wir halt hinkommen, ne? Wird es gleich Nacht hier in der Wüste? Ich glaube, das ist auch nicht cool. Oh, ganz schön schnell. Barubine. 29er. Ja, ja, ich weiß. Was auch immer du für ein komisches Vieh sein sollst, ey. Lass dich bloß in Ruhe. Wenn es von euch eh nur endlich gibt, macht es gar keinen Sinn, gegen euch zu kämpfen. Ja, 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 ja. Ja, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Oh, 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 vorsichtig. Aber schick. Schicke Wüste haben sie hier gebaut. Also... Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht sarkastisch, aber keine Ahnung, es fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich wie eine Wüste an. Also es ist schwierig, das jetzt irgendwie zu logisch zu begründen. Aber guck mal, wie schnell das ist, ey. Schnell die sind diese blöden Viecher. Ja, ja, ja. Was ist da denn hier los? Kommen wir hier mit Bombengewalt durch, oder was? Schauen wir mal. Hm, sieht nicht danach aus, schade. Lass mich in Ruhe, du Scheißvieh. So, weiter geht's. Da hinten, das ist ein Insekt, oder? Oh ja, Insekto. Ah, müssen wir wieder zu Menschen werden, wenn wir es nicht als Wolf nehmen können. Ah. Ja, nice. Eintagsfliege männlich gefangen. Ihr goldener Körper erfreut jeden Insektenliebhaber auf Ausrüstungsbildschirm zu sehen. Ach, was würde ich jetzt geben, um mit meinem Epona hier... Obwohl, wahrscheinlich über die Wüste ist wahrscheinlich gar nicht so cool mit dem Pferdchen, ne? Voll kräfteraubend vermutlich. Ups, sachte. Hau doch mal ab, du Scheißvieh, ey, ja, ja. Dum, dum, dum. Dum, dum. So, was können wir hier denn anstellen? Alter, was sind denn das hier für Konstruktionen, ey? Können wir überhaupt irgendwas... Ach, guck mal, da drüben ist eine Kiste. Enterhaken-Time, oder? Oder Schiebetime oder irgendwie sowas. Was hat denn das mit diesen Statuen zu tun? Weiß ich immer noch nicht, wie man die bewegen können oder so. Echt keine Ahnung, was es mit diesen Dingern auf sich hat, ey. Ja, gute Frage. Habe ich keine Ahnung, wie wir jetzt hier aktuell weiterkommen sollen. Vielleicht kommen wir ja noch gar nicht weiter, ne? Also an diese Kiste da oben ran. Dadurch, dass das eine große Kiste ist, könnte das natürlich heißen, entweder viele Rubine...
Oder ein Herzteil. Aber weil es so offensichtlich da rumsteht, diese Kiste, könnte ich mir fast vorstellen, dass es nichts mit Herzteilen zu tun hat. Aber egal, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht, deswegen gehen wir weiter. Okay, ist auch nichts. Lass mal Gespür. Bam, bam, bam. Was sagt sie denn? Ach nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte wissen, was es sagt. Ein verwunschener Spiegel, der die Menschen in eine andere Welt schickt. Das klingt nach dem Schattenspiegel. Ach so, das haben wir schon gehört. Alles klar. War da was? Oder bloß ein Vieh? Na, ja, ja, ich weiß. Dum, dum. Bam, bam, bam. Nee. Kommen wir denn da hoch? Enterhaken und sowas? Könnte das Ding dafür da sein oder was? Möglich, ne? Keine Ahnung, was das sonst für Dinger sein sollen. No, no, no. Mach mal jetzt ab hier, du nervst voll, ey. Na, könnte auch zu weit weg sein, aber das sieht so aus, als wäre das dafür da, ne? Enterhaken-mäßig. Würde mich schwer wundern, wenn das jetzt nicht so wäre. Durch den Ding geht's auf jeden Fall durch, okay. Was ist denn das für ein komisches Ding? Warte mal, vielleicht können wir da mal mit dem Pfeil drauf ballern. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber wer weiß, ne? Sieht aus wie ein schwebender Bienen wie ein schwebendes Bienennest oder so. Vielleicht mal mit Bomben kombinieren. Ach komm. Das bringt gar nichts. Puh, keine Ahnung, was wir hier machen sollen, Leute. Mit diesen Fliegviechern. Mit diesen fliegenden Helikopter. Guck mal, da oben ist auf jeden Fall ein Geist. Scheiße, dass wir dann jetzt nicht hinkommen. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Das sieht doch original so aus, als wäre das dafür geeignet. Egal, wir gehen mal weiter. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen. No, no, no. Bam, bam. Okay, ist auch nichts mehr. Bam, bam, bam. Wah, wah, wah. Puh, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Aktuell, vielleicht geht doch hier noch gar nichts. Dann müssen wir erstmal zu dieser Stadt. Wer weiß, ne? Ja, ja, hau doch ab. Hau doch ab. Dam. Dam, bam. Mm, bam, bam. Du, du, du. Vielleicht bringt das später erst was, wenn wir das entsprechende Item haben, ne? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Da geht's auch noch nicht rein. Ja, da, da, da. Leute, was geht denn ab? Voll im Sand jetzt getobt, ey.
Ach was, sie ist so ein Moment zum Ranhängen, oder? Sieht schon komisch aus, oder? Ich, auf jeden Fall sieht das danach aus, als wenn man da erstmal reingeht, kommt man nicht mehr raus, oder? Umsonst. Oh, was ist denn da hinten los? Ach was, guck mal hier, die Koboldpenner. Was auch immer das für ein Ding sein soll, ey. Oberkomisch, ey. Da ist auch wieder so ein Geist. Da kommen wir aber hin, oder? Komm, da können wir hin. Ich glaube, das da kommen wir hin. Ich springe jetzt auch mehr runter, weil ich habe die Faxe entdeckt. Ah! Ich will jetzt endlich sehen, was hier los ist, ey. Schnell hin zum Geist, ehe die Sonne wieder aufgeht. Weil die verschwinden ja, wenn die Sonne aufgeht. Kommen ja nur im Dunkeln raus, diese blöden Viecher. Ich glaube, wir kommen da gar nicht hoch. Scheiße. Ja, ich weiß. Wir sollen uns beeilen. Hm, kommen wir noch nicht ran oder so? Keine Ahnung, ich gehe jetzt mal hier hin zu den Kobolden und hau den Bar auf den Sack, ne? Das ist ganz klar, das machen wir jetzt. Obwohl, was ist denn das da hinten? Oder als zusteuern? Auch wieder bloß so Absperrungen, ne? Ah, die Sonne geht schon wieder auf. Merkt ihr das? Oh ja. Oh nein. Hallo, Alarm, Alarm. Ach nee. Dann komm her, ihr Penner! Ja, da guckst du was? Drecksau! Aua! Oh! Du Drecksau! Na komm her, Mann! Oh! Ah, runter da von deinem Schwein! Na, wer du Penner! Ah, du auch, Mann! Ah, kann man die jetzt selber reiten, die Viecher? Das wäre lustig, wartet mal. Das wäre lustig. Ah, Tatsache. Juhu, ist ja mördergeil, Mann. Ja, yeah, unser Schwein, Mann. Oh, ist das geil. Erstmal hier, so. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich nicht, was geil ist, ey. Aber von hier können wir gar nicht schießen. Ach, können wir bestimmt, pass mal auf. Oh. Wuhu. Alter. Bums. Wuhu. In your face, Mann! In your Turm, Mann! Oh, 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 oh! Ah! Oh, das erinnert mich irgendwie gerade an Conker's Bad Fur Day. Bram! Oh ja, Mann! Oh ja, Mann! Komm schon! Bram! Das ist ja mördergeil, Mann. Hey! Schwein, geht's dir gut? So, lass mal hier weiter reiten. So, und los geht's. Und los geht's, Mann! Bam! Yeah, Mann! In your... Ah, in your Turm! In your Turm! Ah, bam!
voll außer Kontrolle. Ich kann es gar nicht richtig steuern, wie ich gerne würde. Bam! Bam! So, jetzt machen wir natürlich da die Absperrung noch auf, ne? Immer weitergehen. Ja. Ja, ah, guck mal hier, jetzt kommen wir auch zu der Absperrung dahin, die wo da im Süden war. Oh, wie geil das ist, Mann! Woo! Bam, bam! Bam! So, irgendwo hier im Süden muss die gewesen sein. Beeilen wir uns mal mit Turbo Boost. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht, Mann. Dum, 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 dum. Unser Monsterschwein. Ab, sonst kriegst du es mit meinem Schwein zu tun. So, ab geht das. Vollgas, Mann. Bam. Halt, 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 halt. Oh. Oh, Herzteilzeit, Herzteilzeit. Herzteilzeit. Oh, ein orangener Rubin. Er ist 100 Rubine wert. Naja. Kann man sich auch nicht drüber beschweren, ne? Wir haben ja ein paar Rubinemangel. Ein bisschen Rubinemangel, von daher. Ist nicht schlecht, wenn wir mal ein paar finden. Aber mich hätte ein Herzteil mehr erfreut. Und Vollgas, Mann! Ja, komm her, Mann! Ja, komm her, Mann! Egal. Dich kriegen wir auch später noch, so. Wo waren denn diese Statuen? Vielleicht müssen wir die auch irgendwann einfach umrennen oder so. Könnte das sein? Keine Ahnung. Ich bezweifle das eigentlich, aber in einem Zelda-Spiel ist alles möglich, ne? Ist das geil, Mann. Mit einem Schwein hier durch die Gegend, ey. Aber ja, Mann. Wo waren denn diese Statuen? War doch hier irgendwo, oder nicht? Oder bin ich total deppert? Da war's, guck mal. Nee, hä? Da ist es, oder? Ach egal, wir machen jetzt weiter, uns auf den Weg. Woo! Ist das geil. Woo! Halt, halt, Schwein, halt! Halt an! Ganz ruhig, ganz ruhig. Komm gleich wieder, Schweinchen. So, 20 Rubine Ink. Ah, nee, doch nicht. Hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, dass das wieder Rubine sind. So, weiter geht das. Vollgas! Ja. Nein, nein! Oh, naja, ich habe doch Garantie drauf, ne? Ja, da drüben steht noch ein Schwein zur Not. Wir haben umgetauscht, wir holen uns einfach ein neues. Das hat auch gar nicht mehr so richtig funktioniert eigentlich. Jo, 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 jo. Aber ich vermisse trotzdem die Melodie von Gerudo Valley. Ja? Trotzdem. Obwohl die Melodie schon was hat, aber sie hat nicht den, wie soll ich sagen, den Beat. Der Beat fehlt irgendwie mir ein bisschen so. Die Geschwindigkeit, wisst ihr? Die, um es mal bildlich zu beschreiben, die Melodie aus Ocarina of Time von Gerudo Valley hatte mehr Eier, muss man ganz klar so sagen. Die hat einfach sich nach mehr angehört. Ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts. Wie geil, wie er dann da hinten dran hängt, der Link, wie so ein Hans Wurst, ey. Passt mal auf jetzt hier. Ein Spaß für die ganze Familie. Na komm. Pferd, steh auf. Wir müssen weiter. Schwein. Woran erinnert mich das? Diese Schweine. Hat ein bisschen was von, weiß nicht genau, Warcraft vielleicht? Nee, Warcraft. Wann ist da Kriegsschweine? Ich weiß gar nicht genau. Kann sein. So. Ja, 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 ja. Oh, das ist voll alles unter Kontrolle, Mann. Du Schwein. Bam. So, ruh dich mal kurz aus, Schweinchen. Ich komm gleich wieder.
Ich muss hier mal kurz 20 Rubine oder 10 Bomben oder 10 Pfeile aus der Kiste rausholen. Ah, 20 Rubine. Komm her, Schwein! Ich meine... So, ich komme, Mann! So, ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Wir können noch mal ganz kurz da hinten gucken. Lassen wir das Schwein da stehen. Da steht es eigentlich ganz gut. Ah, hier riecht es auch wieder nach Geheimnis. Ah, wieder eine Rubine-Kiste wahrscheinlich. Okay, das holen wir uns schnell noch. Diese Kiste. Ist da oben noch so ein Vieh? Ne, da ist keiner mehr. Gut. Ja, den Turm können wir eigentlich auch mal stehen lassen. Wir müssen ja nicht alles hier... Da wäre ich dem Schwein bald in den Arsch gekrochen. Habt ihr das gesehen? Und Vollgas, Mann! Bam! Was habe ich da kaputt gemacht? Oh, überall Kisten hier! Beruhig dich, Pferd. Warum sage ich immer Pferd? Mein Epona fehlt mir schon so ein bisschen, meine Epona. Oh, 50er Rubin. Na, das ist natürlich nett. In so einer winzig Kiste hier. Ja. Super Idee. Warum er die nicht in der Kiste lässt, wenn so viele Rubine drin sind, die er nicht aufnehmen kann, lässt er sie immer liegen. Aber bei Pfeilen, ach, die kriege ich schon irgendwo noch unter. Ja, na gut. Hätten wir das auch. Hopp, aufsteigen hier. Das ist das andere Schwein, was wir jetzt da etwas unglücklich verunfallt, mit dem wir jetzt etwas unglücklich verunfallt sind. Ist das tot oder taucht das wieder auf? Wie wäre das jetzt gelaufen, wenn ich beide Schweine da in den Abgrund geschickt hätte? Hätte ich dann noch ein Ersatzschwein bekommen oder wie läuft denn das dann? Muss ja irgendwie weiterkommen, ne? Gute Frage. Ist euch das mal passiert beim Spielen von Twilight Princess? Wisst ihr mehr? Was passiert, wenn man beide Schweine irgendwie verliert? Dann ab in die Kommentare damit. Würde mich interessieren. Also würde mich wirklich interessieren, was da passiert. Ja, ja, ja. Vollgas, Mann! So, wo war die andere Kiste? Da irgendwo, ne? Ja, 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 ja. Oh, das ist schon ein bisschen störrisch hier, dieses scheiß Schwein. Ja, dumm. Dumm, dumm, dumm. Oh. Gott sei Dank ist mein Schwert haltbar wie sonst was. Und noch ein 20 Rubin, herrlich. Jetzt haben wir schon wieder 33 Minuten rum. Haben aber zumindest einmal die Wüste umkämmt, ne? So, und jetzt geht's weiter. Weiter, weiter, weiter. Halt! Oh. Ja, das ist leider Handbremse. Das müssen wir so machen hier. Die Goblins oder wie sie heißen, machen das auch nicht anders. Das habe ich genau gesehen. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier, genau. Wenn wir nämlich jetzt mal auf die Karte gucken, zurück rauszoomen, dann war hier unser zweites Date mit dem Knochenmann. Und ja, da wartet er ja schon auf uns. Machen wir gleich. Endlich Knochenmann-Time. Das heißt, wir haben dann alle Knochenmann-Termine abgehakt, abgearbeitet. So, da gibt es noch mal ein bisschen Knete. Das riecht nach Knete hier. Oh. Immer genau so, wie man es nicht denkt, wa? So. Lerntime. Hallo. Los geht's, Mann.
Sei mir gegrüßt! Es wird Zeit, das Geheimnis, um die verbleibenden okkulten Künste zu lüften, die ich dich noch lehren will. Unter den Techniken, die ich dich lehren werde, sind einige, die sogar dich selbst in Gefahr bringen können. Willst du auch diese erlernen? Ja, was sind wir denn hier? Also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du den Helmspalter beherrschst, den ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an. Ich glaube, den haben wir noch drauf. Irgendwie so und dann so, ne? Und bäm. Bäm. Gut, oder? Geil. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die fünfte okkulte Kunst. Das Plankziehen. Plankziehen? Aha. Okkulte Kunst, Plankziehen. Es gibt Meister des Schwertes in dieser Welt, die selbst gegen Schildattacke und Rundumhieb gewappnet sind. Ich werde dich nun die Kunst des Plankziehens lehren, die dich dazu befähigt, auch mit solchen Gegnern fertig zu werden. Behalte dein Schwert in der Scheide und springe auf deinen Gegner, ohne ihn mit L anzuvisieren. Ziehe dann mit A dein Schwert, noch bevor der Gegner deine Bewegungen vorausahnen kann. Unvorstellbar, oder? Diese Technik nennt man Plankziehen. Also dann, versuch's mal. Okay. Ohne, warte mal. Hä? Diese Technik funktioniert nicht, wenn du den Gegner mit L fokussierst. Da er dann deine Bewegungen voraussehen kann. Du überraschst deine Gegner, indem du ihn unvermittelt anspringst, ohne ihn zuvor mit L zu fokussieren. Okay. Ach so. Ah, so, einfach mal so hier A drücken und so. Okay, das ist cool. Nun, das war ein kühner Schlag. Aber vergiss nie, dass du mit dieser Technik auch dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Nun hast du auch die fünfte okkulte Kunst, das Plankziehen, erlernt. Ich dachte jetzt, das hätte irgendwie noch... Ich könnte mich selber dadurch... mir selber mit so einer Attacke Schaden zufügen. Aber das heißt da praktisch nur, dass es halt schwierig ist, ich mich einer Gefahr aussetze, weil ich halt nicht den Gegner fokussiert habe, ne? Also keine Angst, wir machen uns dadurch kein Aua. Oh, danke, Kumpel. Ching! Du hast das Plankziehen erlernt. Springe deine Gegner an, ohne zuvor das Schwert zu ziehen oder ihn mit L anzuvisieren. Na, coole Sache. Nun, es gibt noch zwei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Mögen sich unsere Wege erneut kreuzen. Ja, bin ich auch für zu haben. Danke, Kumpel. Jetzt bin ich ja mal... Lol, die haben die Türme wieder aufgebaut. Guck mal. Diese Schweine. Naja, egal, wir sind wir schon mal... Hier oben. Ist das da hinten ein Geist? Wo gehen wir denn jetzt hier hin? Was ist denn hier? Ah, scheiße, wollte ich noch gar nicht. Nee, will ich tatsächlich noch nicht, ey. Nee, wir gucken erstmal in die andere Richtung. Hier lang. Ah, hier sind bloß nochmal Kisten, okay. Und ein Geist, komm mal her, du Penner. Oh, Fangstoß, Mann! Du erhältst eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen besiegter Geister findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Oh yeah. Und ob. Jetzt hau doch mal ab hier. Scheiße.
Irgendwann langt's auch mal. Was waren denn das überhaupt für komische Viecher, ey? Ah, noch mal ein paar Rubinchen. Hä? Nicht schon wieder, ey. Ja, ne? Ah, guck, da war. Da guckt er, war. Eigentlich ist es fast schade, dass ich ihr so eine kratzige Stimme gegeben habe, der Mietner. Aber so ein bisschen nervig ist sie ja ab und zu mal. Aber eigentlich spricht sie ja ganz klar so. So in dem Ton. So ein bisschen tiefer schon. So. Aber dann hätte das mit den ganzen Mädchen und so weiter und weiblichen und den Frauen, denen ich ja auch schon eine Stimme gegeben habe, nicht gepasst. Und so individualisiere ich das noch ein bisschen. Hat wieder noch ein bisschen eine außergewöhnliche Stimme, da sie ja auch ein außergewöhnlicher Charakter ist, ne? Moment mal kurz, ich habe da jetzt eine Idee. Jetzt haben wir ja noch gar nicht ausprobiert. Und zwar, passt mal auf, machen wir nämlich jetzt mal so. Machen wir jetzt hier einen Sniperbogen, Alter. Geht's voll ab, Mann. Und wie schieße ich jetzt? Ganz normal auf Pfeiltaste. Oh. Tschüss, du Penner. Das hat ja prächtig funktioniert. Wo ist denn, da war doch noch ein Typ hier, oder? Oder ist es der einzige da? Sehr cool. Hat fast ein bisschen was von dem Eco-Shooter, ne? So, was soll man denn jetzt hier? Das ist jetzt die große Bastion der bösen Goblins oder was? Oder hat das noch tiefere? Oder hat das noch mehr zu sagen als nur das Offensichtliche, dass hier Zanto ja ist, ne? Könnte ja auch sein, dass er der Boss dieser Goblins ist. Wir werden es herausfinden. Hä? Bubblenet. Oh, cool. 10er Rubin immerhin. Ah, klopfen wir dann mal an, oder was? Wie läuft das hier? Meint ihr, wir sind hier willkommen? Hä? Hä? So, jetzt machen wir mal hier den Super-Trick. Aha, ist ja mördergeil, ey. Muss gar nichts dafür machen im Prinzip. Oh oh. Oh oh. Oh, hier, blank ziehen, Mann. Du Spacken. Das ist mördergeil mit dem blank ziehen, ey. Oh, wie viele das sind? Ah, weg mit euch! Oh, das ist geil, Mann. Wenn man das aktiv auch mal nutzt, dieses Zeug. Bam! Oh, das ist geil, Mann. Bam! Oh, da kommt immer mehr. Haut mal ab, jetzt ihr Penner, Mann! Habt ihr wohl nicht mal alle los? Da kommen immer mehr, da kommen immer mehr! Oh! Aua! Ah! War's das? Da kommen immer mehr! Oh, hier bin ich auch nicht safe. Ah, lass mich! Muss ich. Aua! Oh ja, nee! Was muss ich denn hier machen? Hör auf mit mir! Hör auf! Muss ich die Bogenschützen kaputt machen oder was? Wo kommen denn diese ganzen Bastarde her? Komm her, Bastarde!
sag mal, Schluss mit lustig hier. Dampf nochmal. Wo ist dieser andere Bekloppte? Was das? Meine Fresse, ey, die haben sie doch nicht mal alle, oder? Die Vögel. Ah, guck mal her, du Arsch. Ah, guckst du doof, wa? Ach, vielleicht ist das so ein Ausguck oder was? Der holt dann Verstärkung ran. Ne, der sagt hier, guck mal hier, Gegner ist noch da, mehr. Und währenddessen die weiblichen Goblin-Weiber hinten in... die weiblichen Goblin, also die Goblin-Weiber hinten in der Höhle, dann im, im Empfängnisraum. Ah, wir können nicht mehr. Das ist voll die Gebärmutter, alles voll gestopft, weil sie gar nicht mehr nachkommen mit produzieren. War das jetzt wieder zu viel Kopfkino? Egal. Aber das war jetzt geil, oder? Diese Massenschlacht war fast ein bisschen Mittelerde-mäßig. Okay, da oben ist keiner. Ja, ist schon klar, ey. Ah, hast du dir so gedacht, wa? Der trifft mich aber noch, oder? Ich höre ihn entdeckt irgendwo. Leute, sind sie wieder abgehauen. Naja, soll mir auch recht sein. Ach, muss man das hier vielleicht abbrennen oder was? Das könnte sein. Na. Nee, könnte nicht sein. Nee, mach mal kurz einen Prozess hier. Nö, heißt immer Gegner alle weg. Oh, was ist das denn? Du erhältst einen kleinen Schlüssel. Er öffnet die Türen. Allerdings nur hier. Hä? Ist das ein Dungeon? Was ist denn hier los, Alter? Hä? Was liegt denn da? Ein Herzteil. Das ist ein Herzteil. Du erhältst ein Herzteil. Sammle zwei weitere und du erhältst ein zusätzliches Herz. Nice. Du machst das Aura hier bei uns? Ah, ja, gut. Ja, ich weiß, eine dumme Frage. Feuer, warum soll ich kein Aura machen? Man denkt halt immer, ich war doch schon halt drin gestanden, wisst ihr? Deswegen dachte ich, warum soll das mir noch Aura machen? Okay, das ist auch nichts mehr. Oh, nochmal eine Kiste mit Rubinen drin. Oh, nice. Haben wir fast wieder volle Rubine, ne? Ein paar fehlen noch bis zu dieser Grenze. Der magischen Grenze 600. Die Frage ist jetzt, wo ist denn die Truhe? Die Truhe, Quatsch, die Tür, wo wir den kleinen Schlüssel verwenden sollen. Ich glaube, das werden wir dann im nächsten Part herausfinden müssen, wo die zu finden ist, diese Tür. Und ja, ne? War ja eigentlich jetzt zum Ende hin. Oh, ein richtig geiler, actionreicher Part mit den ganzen verschiedenen okkulten Künsten, wenn man damit mal wirklich ein bisschen spielt. Also, so jetzt hier diese um den Gegner rumrollen und von hinten angreifen, das war jetzt nicht so meins, das habt ihr ja im Wassertempel gemerkt. Aber jetzt die Sachen hier mit Schildattacke und hier blank ziehen und so, das sind ja mördergeile Sachen, ey. Da kannst du richtig geil intuitiv spielen damit. Das macht mir großen Spaß und da will ich mehr davon haben. Und da werden wir mehr davon zeigen, vielleicht im nächsten Part, je nachdem, wie sie mir die Gegner entgegenwerfen, ne? Und in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch genauso gefallen, wie es mir gefallen hat, auch weil es am Anfang
beim Erkunden der Wüste ein bisschen, in Anführungsstrichen, langweilig vielleicht gewesen sein könnte, aber das ist nun mal Bestandteil dieser Spiele. In dem Sinne, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und lasst mir ein paar Kommentare, was euch so gefallen oder nicht gefallen haben könnte. Und dann freue ich mich mit euch zusammen auf den nächsten Part. Ich bin Verity und ich bin jetzt weg. Bis dann. Bye, bye. Und tschüss.